Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute Nacht bin ich wieder am Ufer des Ammersees unterwegs. Ich wohne am Ammersee, aber habe noch lange nicht alle Fotospots ausgekundschaftet. Tagsüber habe ich leider wenig Zeit für die Spaßfotografie, so nenne ich es jetzt mal. Aber ja, ich möchte trotzdem mich weiterentwickeln und so suche ich mir einfach die Spots jetzt in der Nacht. Begleitet mich, schaut, was bei rumkommt. Das wird ein Freestyle-Video, mal schauen, was ich finde. Ich bin hier jetzt am ersten Spot angelangt. Hier ist irgendwie so ein Rosenpavillon mit einer Parkbank im Hintergrund. Und ja, den möchte ich jetzt entsprechend in Szene setzen. Zu den Bedingungen: Es ist windstill, Vollmond leuchtet über dem See. Und ja, so erhoffe ich mir doch ein schönes, stimmungsvolles Bild hier zu machen. Also diesen Rosenpavillon könnte ich jetzt eigentlich auch genau so fotografieren. Von der Perspektive her, wie jetzt die Kamera auch aufgebaut ist und mich gerade filmt. Aber das will ich nicht machen, weil dieses Foto gibt es wahrscheinlich schon hundertfach hier am See. Deswegen gucke ich mir jetzt einfach mal um, um ja, das irgendwie anders darzustellen, wenn es denn möglich ist. Okay, jetzt schaue ich mich selber mal um. Der Pavillon ist da. Was bietet sich hier noch an? Und da fällt mir jetzt hier dieser Baum mit dieser V-Form, der Victory-Baum, direkt ins Auge. Ja, mein Plan ist jetzt hier dieses V wirklich in mein Bild, in die Bildkomposition einzubinden. Und ich schieße jetzt mal das Bild durch das V durch, also durch den Baum, durch auf den Pavillon. Das ist bestimmt mal was anderes. Das wäre jetzt so die Perspektive, die ich mir ganz gut vorstellen könnte. Einfach mit einem Weitwinkel nah an den Baum ran. Der Baum gibt meinem Foto einen gewissen Rahmen und zack, ich schieße einfach mitten durch. Why not? Genau, und um jetzt noch ein bisschen mehr Stimmung ins Bild zu kriegen, gehe ich einfach noch näher an den Baum ran, weil dann habe ich auch den Mond in der linken oberen Ecke und das sieht richtig geil aus. Das Foto mache ich jetzt auch nochmal auf 25 Sekunden Belichtung. Und nachdem ich den Shutter gedrückt habe, wird das Foto 5 Sekunden später gemacht und dann habe ich Zeit, schnell zu verschwinden, dass ich hier selbst keine Schatten auf den Baum werfe, weil hier sind überall Straßenlaternen. Zack, schnell weg hier! So, der linke Baumstamm auf dem Foto war jetzt ziemlich schwarz, also der wird irgendwie nicht von der Straßenlaterne angeleuchtet. Jetzt behelfe ich mir einfach mit einer kleinen Videoleuchte und leuchte eine Sekunde lang beide Baumstämme einfach an, innerhalb dieser 25 Sekunden Belichtungszeit. Das mache ich jetzt. Das Foto wird jetzt gemacht und hier leuchte ich ihn kurz an. Schauen, ob der schon was gebracht hat. Ne? Und gerade auch für Instagram schadet es nie, auch ein hochformatiges Foto aufzunehmen. Das mache ich jetzt, baue allerdings noch eine Rotlichtlampe hinter der Bank auf, um diesen ja, Rosenbusch nochmal schön anzuleuchten. Das macht das Bild einfach noch ein bisschen interessanter. Und diese Möglichkeiten hat man auch nur in der Nacht. Tagsüber wäre das nicht gegangen. Ja, von den Einstellungen her wähle ich jetzt eine Blende mit 3,5 und 25 Sekunden Belichtungszeit auf ISO 500. Mach jetzt das Foto, Leute. Mal kurz aus. Was halt super schade ist, dadurch, dass der Mond strahlt, sieht man keine Sterne, aber beides kann man nicht haben. Entweder Mond oder Sterne. Bei dem Bild habe ich jetzt auch noch darauf geachtet, dass am Boden dieser abgestorbene Baum oder Stein auch irgendwie zu sehen ist. Es ist auf jeden Fall ein Hingucker und der Betrachter guckt dann von unten auf diesen Rosenbusch, auf das Licht und wandert in dem Bild hin und her. So soll es eigentlich sein, das macht das Bild interessant. Also jetzt mal schauen, was sich hier noch so ergibt. Ich habe mich jetzt auch nur 3 Meter weg von dem Rosenbusch hier bewegt und möchte jetzt aus der Hand ein bodennahes Foto machen, weil der Mond spiegelt sich hier so schön an der Wasseroberfläche und die Steine, die rausragen, haben auch irgendwie Potenzial. Und die Belichtungszeit ist jetzt bei mir nur eine halbe Sekunde, weil länger kann ich die Kamera eigentlich nicht ruhig halten und
gehe jetzt einfach mal auf ISO 4000 hoch und bei einer 2,8er Blende muss man einfach schauen, ob man das Bild verwerten kann. Und ich stabilisiere jetzt auch die Kamera durch den Stein so ein bisschen. Ja. Und mache einfach mal in die Richtung ein Foto, um das gegenüberliegende Ufer da hinten mit der Seepromenade auch schön mit den Lichtern im Bild zu haben. Sieht echt ganz interessant aus. Jetzt kommt es darauf an, ob ich die Kamera die halbe Sekunde ruhig halten kann. Und jetzt mache ich das Bild. Sieht interessant aus. Man könnte denken, man ist nicht am Ammersee, sondern irgendwo am Meer. An einem bayerischen Meer. Okay, eins mache ich noch. Und dadurch, dass ich jetzt wirklich an der Wasseroberfläche bin, sieht das Bild sehr interessant aus. Jo, das war's. Weiter geht's. Wow, na du Spinne. Na, ich hätte fast reingelangt. Nur wenige Meter entfernt von dem letzten Spot habe ich jetzt dieses interessante Fotomotiv gefunden. Bei Tag sieht es wahrscheinlich nach gar nichts aus. Aber jetzt hier in der Nacht kann man doch ein schönes Foto zaubern. Und ich muss jetzt, da ich weitwinklig fotografiere, ziemlich nah an den Baum rangehen und werde auch ziemlich bodennah fotografieren, um möglichst viel Himmel aufzunehmen und den Baum in Gänze aufs Bild zu kriegen. Gehen wir es an, das ist das letzte Bild. Schieße jetzt noch und ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und schöne Grüße von mir vom Ammersee, euer Sigi. Gute Nacht, bye bye. Ja, also wie gesagt, ich fotografiere ja sehr weitwinklig und jetzt muss ich auch dementsprechend nah ran an den Baum. Sonst ist er einfach zu klein im Bild und sieht wieder nach nichts aus. Schalte ich noch hier meinen Nachtmodus an. Jetzt muss ich noch manuell fokussieren und da behelfe ich mich jetzt einfach mal an der Stirnlampe. Sonst habe ich da keine Chance, den Fokus zu ziehen. So, sollte passen. Und jetzt kann ich auch ruhig eine 30-sekündige Belichtungszeit wählen, weil eh keine Sterne zu sehen sind. Von daher... Oh, ich sehe doch Sterne. Scheiße. Muss ich mal nochmal machen mit 20 Sekunden. Mal schauen, ob das Bild hier überhaupt was wird. Ja, und darum geht es eigentlich in diesem Video. Irgendwelche Spots finden, die einem tagsüber gar nicht so ins Auge fallen. Und es macht mir eben unheimlich Spaß, in der Nacht auf diese Entdeckungstouren zu gehen und vor der Haustür die Fotos zu machen. Und ja, das übt einen gewissen Reiz auf mich aus und mit jeder Fototour, ja, lerne ich auch dazu. Und ihr begleitet mich auf meiner Reise. So, schauen wir schnell das Bild an. Das sieht gar nicht so scheiße aus. Und mit jedem Fotospot, den ich so erkunde, lerne ich ja auch im Thema Bildgestaltung viel dazu. Und so mache ich jetzt einfach aus so einem abgestorbenen, nichtssagenden Baum einfach ein schönes, stimmungsvolles Nachtbild bei Vollmond. Wenn ich euch mit dem Video ein bisschen motivieren konnte, selbst nachts rauszugehen und eure Spots vor der Tür zu entdecken, im Wald, irgendwo in der Natur, freut es mich natürlich. Lasst ein Like da oder ein Abo für meinen Kanal.
freut mich sehr und ja, motiviert mich weiterzumachen. Also, ciao, euer Sigi vom Ammersee.